Pragmatal ist abgeschlossen. Wir haben auch alle anderen Planeten auf 100% gemacht. Das können wir auch hier ebenfalls sehen. Wir haben alles Bugs, alle Planetenschlüssel, Waffenskins, fehlt uns nur noch einer, aber da müssen wir alles haben. Und drei Erinnerungen. Nun gehen wir heute in die letzte Welt. Miseras Festung. Hier können wir landen. Planetübersicht, es gibt nur eine Hauptmission. Das werden wir jetzt machen. Miseras Festung. Sie mag furchteinflößend wirken, aber denkt an Muttis Worte. Einigkeit. Wir müssen einander vertrauen. Darauf vertrauen, dass unsere Bande stärker sind als all die Furcht und all der Hass, den Misera je in der Galaxie verbreiten kann. Yes, das ist wohl wahr. Gut gesprochen. Wow. Langsam hast du in Sachen Emotionen echt den Dreh raus. Leute, können wir jetzt bitte endlich Muttis Schildknacker zum Einsatz bringen? Schaut einmal. Das sieht irgendwie nach Super Mario Galaxy die Sternwarte aus. Oh wow. Oh, das ist tatsächlich die Sternwarte. Oh oh. Die Sternwarte. Das ist Rosalines Sternwarte. Was ist da los, Genie? Die Koordinaten der Sternwarte stimmen mit denen des Epizentrums der Finsterzeitenergie überein, die sich in der Galaxie ausbreitet. Da, seht ihr das Kraftfeld der Sternwarte? Dort ist der Eingang zum Kern der Finsterzeitdimension. Oh. Hat es Misera also nicht gereicht, Rosalina unter ihre Kontrolle zu bringen? Sie musste auch noch ihr Zuhause zerstören, das Symbol der Hoffnung für die gesamte Galaxie? Ja, musste sie. Angriff! Worauf warten wir noch? Wir sind hier, Rosalina, wir sind hier! Ja. Man sieht, hier gibt es einige Sachen zum Anschauen. Durch die Dichte der Finsterzeitenergie rund um die Sternwarte wurde so viel Luftdruck aufgebaut, dass unsere Schubdüsen neutralisiert wurden. Oha. Haltet euch fest! Ich muss auf dem Schutt in der Nähe der Barriere der Finsterzeit notlanden. Passt auf! Krasse Notlandung, oh wow. Kranke Notlandung, wow. Top Game Design, Bro. Unser Schiff kann zwar nicht näher an die Sternwarte heran, aber wir schon. Die goldene Kanone, die führt uns zum Boss. Seht ihr die Kanonen? Wir müssen zu der größeren gelangen und von da aus erreichen wir Rosalina. Mhm. Drei Kämpfen haben wir, glaube ich, vor uns. Zwei Finsterzeit für zwei. So nah, wie wir Misera gekommen sind, dürften sie extrem gefährlich sein. Ja, ja. Sicher doch. Ach ja. Tja, wir haben gerade Miseras angebliche Unverwundbarkeit zerschmettert, wie ein unbezahlbares Erbstück bei einem Umzug. Wir sind also auch ziemlich gefährlich. Ja, da hast du recht, Bibo. Ja, man kann hier die einzelnen Sachen von jeder einzelnen Welt sehen, also die... Der Baum, das aus dem Windrad und einiges mehr. Hier haben wir den Robotbot, das interessiert mich nicht, ich überspringe mal. Hast du? Ja, du hast ein bisschen Rabatt, das gefällt mir. Ja. Nun, König der Finsterzeit steht uns nun bevor. Bowser. König der Finsterzeit. Besiege Finsterzeit Bowser. Haben Sie bewusst keine Musik drin? Was ist hier los?
Sogar die klassische Rabbit-Musik aus dem ersten Teil. Misera stammt von Megabug ab, dem ihr in euren vorherigen Abenteuern schon begegnet seid. Genau. Sie hat seine Erinnerung geerbt und daraus dieses Abbild von Bowser erschaffen. Ja. Das stimmt. Der Megabug hat Bowser unter seine Kontrolle gebracht und ihn wie eine willenlose Marionette gesteuert. Aber das war völlig umsonst. Wir haben ihn locker erledigt. Vor den Augen von Bowser Jr. Erinnerst du dich, Bowser? Wir werden Bowser nicht von diesem Angriff abhalten können. Wir brauchen 3 Leute zur Verstärkung. Oh yes. Heilen wir das Team und... Ich glaube, ich schau mir mal... Der hat 21.000 HP. Aber der wird relativ unempfindlich gegen Feuer. Dann werden wir ihn auseinandernehmen müssen. Okay, legen wir los. Ich gehe davon aus, dass wir sehr rasch zum Winterbowser gehen können. Bin ich sehr überzeugt davon. Und Mario kann vielleicht stampfen, hätte ich gehofft. Aber das werden wir jetzt ändern. Und hier einen Stampfer einsetzen. Und hoffentlich noch ein bisschen explosiven Schaden machen. Und ich glaube... So. Ja, genau. Ein paar Tauis wurden reingemacht. Heldensicht ist aktiv. Das ist kein Problem eigentlich. Und mit dem Rest können wir vorstoßen. Und ich glaube... Dashes werden sehr wichtig sein. Was sehr wichtig ist im Moment, ist sicherlich, dass dieser Kamek tot ist. Das ist ganz klar so. Ja gut, das ist sehr blöd. Ich hoffe, dass die Heldensicht ihn finisht. Ja, für die Reaktionsladung. Ja, und Bowser muss natürlich nach vorne gehen, damit er auch noch ein bisschen was reißen kann. Und ich denke, wir machen noch den Quetschinchen-Spawner rein, damit wir was haben. Und diese hier mal bereit. Wenn es irgendwie geht. In diese Richtung exakt. Ja. Ich habe genau das nicht gehofft. Nun ist es geschehen, was ich nicht gehofft habe. Dann geht der Plan schon sehr gut auf. Die Heldensicht aktiv. Und ich habe 0% die Chance. Sehr gut. Dann spawne ich einfach mal hier meinen Freund. Dann kann das auch noch was regeln. Okay. Meine Freunde können sicherlich was machen. Und ich hoffe, der Sniper kann was reißen. Auf ihn anzugreifen. Ich hoffe es massiv. Ob es funktioniert, ist die andere Frage. Was macht er? Die gehen auf die Goombas. Das ist sehr belastend. Ja, mehr können wir nicht machen. Wir können nur hoffen, dass Bowser... Wir können nur hoffen, dass Bowser, ja, zu uns in die Nähe kommt. Ja, das ist nicht so gut. Oh, One-Shot. Wird Mario sterben? Das gefällt mir doch. Auch schwarze Europa-Koopas, die natürlich Mario deaden.
Ja, aber 100er Schaden. Ja, es macht ein bisschen Schaden, aber so gefährlich ist es, glaube ich, auch nicht. So, die große Frage, was macht Bowser? Was? Wie viel Schaden macht das? Bitte, wie viel Schaden? Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Schaden ergibt. Aber wir müssen so etwas von reinpushen. Sonst haben wir keine Chance. Wir müssen alle on position bringen. Ich denke, diese Röhre wird uns weiterbringen. Ein Stück zum näher zu unserem eigentlichen Ziel. Mario kann, okay. Also springt jeder auf Mario, damit es direkt weitergehen kann. Wir müssen ihn killen und das so schnell wie möglich. Das ist super wichtig. Rabbit Mario ist einfach sehr schade, dass er nicht zuschlagen kann. Das ist sehr belastend, aber damit werde ich leben müssen. Aber nun, ich denke, Rabbit Mario muss hier diesen Schutzschild aktivieren, sonst sind die meisten schon ziemlich tot. Und du heilst dich ziemlich hoch, denn dich brauche ich noch. Und hier machen wir 1000. Und ich hoffe, hat er 100%. Wäre schön, wenn er rein crittet. Sehr schön, ein 5000er. Schmeckt natürlich massiv. Und Mario muss eigentlich seinen Stampfer und Co. einsetzen. Das ist sehr wichtig, was das angeht. Damit er Bowser so viel Schaden wie nur möglich verpassen kann. 2000 Schaden ist definitiv nicht schlecht, was das angeht. Und Mario kann vielleicht in Deckung gehen. Ja, sehr schön. So, genau. Und ich hoffe, Mario wird das überleben. Denn um Mario mache ich mir die meisten Sorgen. Ach, die machen ja Flächenschaden. Aber wir haben ja den Wolf. Der lebt ja noch. Und er macht auch noch ein bisschen Schaden. Okay, er macht jetzt so viel weniger Schaden. Der Wolf hat einen ausgeschaltet, das ist sehr gut. Und der ist immer noch dumm. Chillig. Jetzt müssen alle sehr offensiv rein. Dann bekommen wir das hin. Haben nur 50% Chance von Luigi. Aber das können wir ändern, indem er den Highground hat. Heldensicht. Und dann, von hier aus, hat er immer eine 100%ige Chance und macht 2000 Schaden. Mario wird hier noch ein bisschen aushelfen. Ein Stampfer wird er machen. Heldensicht. In Dashen. Luigi macht Schaden. Ich wollte eigentlich, dass Mario ebenfalls noch Schaden macht, aber dann halt nicht. Dann so. Dann könnte es sein Finish sein. Leider nicht. Aber Bowser wird den Rest machen. Genau. Sehr schön. Auch mit dem neuen Modendesign, sehr schön. Wir haben Bowser bezwungen. Die erste
erste Kanone ist befreit. Unser Transportmittel zur zweiten Finsterzeitpfütze. Wenn wir die auch eliminieren können, ist der Weg zur großen Kanone und damit zur Sternwarte frei. Ja, definitiv. Okay, wir haben jetzt nur noch einen einzigen Zwischenboss, sage ich jetzt einmal, vor uns. Und es fehlt wirklich nicht mehr viel. Hier. Tiefes, finsteres Geheimnis heißt es hier. Rebella. Tiefes, finsteres Geheimnis. Besiege Finsterzeit Rebella. Wieso gibt es hier Rebella? Ich denke, wir werden jetzt aufgeklärt. Genie, was ist hier los? Unbekannt. Damit Misera so einen Klon erzeugen kann, müsste sie einen DNA-Bauplan von Megabug geerbt haben oder selbst einen erstellt haben. Hört mal. Misera hat keine Ahnung, wozu ich fähig bin. Aber ich werde es ihr so richtig zeigen. Nichts wird Rebella von diesem Angriff abhalten können. Wir brauchen 3 Leute, um ihr Rückendeckung zu geben. Und uns vielleicht auch. Ich zuerst mal heile. Ich weiß, mein Deutsch war perfekt. Und ich weiß, man kann es in einer Runde schaffen. Gegen was ist diese Rebella nicht effektiv? Feuer. Alles Feuer, okay. Legen wir los. Wir müssen alle dorthin. Wir müssen schauen, dass sie ziemlich tot ist. Diese Fake Rebella. Ganz wichtig dran, also ganz wichtig, hä? Und alle gehen, glaube ich, in die Mitte. Also Luigi, der bleibt eigentlich bei der Boden der Tatsachen, also im High Ground. Und wir werden hier Turboladung machen, damit wir einfach viel mehr Schaden machen. Das ist ganz klar der Fall. Und Mario kann von hier oben schon ein bisschen Schaden machen. Okay. Ich denke, alle anderen sollten weiterhin so kommen. Und Luigi ist, glaube ich, nicht in Reichweite, genau. Er muss ein bisschen weiter vorne und aktiviert die Heldensicht, weil why really not? Aber er hat immer noch keine Trefferschüsse. Echt gar keine, lol. Also wird die Heldensicht sehr nützlich sein. Nun habe ich ein bisschen verkackt. Obwohl, nee, doch nicht. Luigi hat so einen großen Radius. Da kann auch Rabbit Mario etwas davon abnagen. Ja, ich habe nun alle mit sehr viel Dashes ins Team geholt, weil ich denke, das wird es sehr nötig sein. Yes! Da kann Luigi auch noch von hier mega viel abholen. Und direkt noch mehr Schaden ausführen. Sehr schön. Dann kann Rebella ihre Dashes noch ausführen. Das ist mega krass. So. Let's go. Das ist... Sie wird einfach nur tot gedasht. Und das war's. Auseinandergenommen. Boah, das ging schnell. Rebella war einfach. Rebella? Es ist wahr. Misera hat mich auf diese Welt gebracht. Du warst eine Sparkjägerin, oder? Nein. Nicht nur eine Sparkjägerin. Ich war die Anführerin. Misera hat mich anders gemacht.
mit gerade genug freiem Willen, mich um anzuführen und um selbst zu denken. Das hat mich erkennen lassen, was Misera wirklich ist. Ein schwarzes Loch aus Gier, die zu unermesslichem Elend führt. Jägerinnen. Granita, Trauma und Sekulenta. Ich habe alles versucht, um sie zur Einsicht zu bringen, aber stattdessen haben sie sich gegen mich gewendet. Also? Also bin ich abgehauen und habe versucht, so viele Sparks wie möglich zu retten, bevor sie in den Finger der Kriegen bekommen. Ja. Ich habe nichts gesagt, weil ich dachte, ihr hättet keinen Grund, mir zu glauben, denn habt ihr immer noch nicht. Wir haben Hunderte. Jedes Mal. Du hast uns jedes Mal geholfen, einen Spark zu retten. Jedes Mal. Und hast jedes Mal auf einem Schlachtfeld mit uns den anderen richtig, indem du weißt, was zu schnell. Jedes Mal. Du hast jedes Mal beim Anblick meines riesigen Bizeps beinahe in Ohnmacht gefallen, während ich eindrucksvoll an deiner Seite gekämpft habe. Rabbit Mario, du hast uns jedes Mal gezeigt, wie gut du bist. Du bist jetzt ein Teil unserer Familie und das heißt, dass du keine Geheimnisse mehr haben musst. Oh, nice. Danke euch allen. So. Schnappen wir uns Misera. Okay, ich hätte mir nicht gedacht, dass das Finale in zwei Parts gesplittet wird. Und ich denke, Misera wird jetzt nun ein für alle Mal besiegt. Und ich bin sehr gespannt. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Im nächsten Part gibt es das Finale, das Ende von Mario + Rabbids Sparks of Hope. Man sieht sich. Ciao.